Go quick! Go quick, go quick! Es ist, als wäre er nie weg gewesen. Nach 4 Jahren im Ausland ist Dirk Bauermann zurück. Jetzt also in Würzburg. Wie immer mit viel Energie und Leidenschaft. Kaum zu glauben, dass der ehemalige Bundestrainer Ende des Jahres schon 60 wird. Darüber will ich nicht reden. Ich verweigere jede Antwort. Mein gefühltes Alter ist 29. Wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, aber es geht noch. Also Energie ist da und ich fühle mich gut. 9-mal Meister, 4-mal Pokalsieger, Vize-Europameister 2005, Olympiateilnahme 2008. Dirk Bauermann ist Deutschlands erfolgreichster Trainer. Alles fängt 1989 an. Mit erst 32 wird er Cheftrainer in Leverkusen. Gleich in seinem ersten Jahr holt er mit den Riesen vom Rhein das Double. Unter Bauermann wird Bayer Leverkusen zum Serienmeister. Er feiert 7 Meisterschaften in Folge, gewinnt 4-mal den Pokal. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich gerade in dieser Zeit Erfolge nie genießen konnte. Also die zweite Meisterschaft war ein noch größerer Druck, persönlich so empfunden. Nun auch die vierte zu gewinnen als Erleichterung oder vielleicht sogar Freude. Und das hat sich quasi von Jahr zu Jahr potenziert. Und vielleicht muss das auch so sein, damit man dann 7 in Folge gewinnt. Aber ich glaube eher nicht. Das mit dem Genießen holt er im ersten Jahrzehnt der 2000er nach. 2-mal wird er mit Bamberg Meister. Ein Programm, das er mit aufgebaut hat. Dazu der 2. Platz bei der Euro 2005. 2005 war großartig mit einem Dirk, der vielleicht der beste Spieler auf der Welt war. Und einer Mannschaft, die unglaublich viel Spaß gemacht hat, weil sie sehr geschlossen war, eng zusammen. Wirklich so dieses Klischee von 11 Freunde, das waren die. Sein nächstes Projekt sind die Bayern. Mit ihnen steigt er 2011 in die Basketball-Bundesliga auf und erlebt 2012 seine größte berufliche Enttäuschung, als er vor der Saison entlassen wird. Man kann immer auseinandergehen, wenn die Dinge nicht mehr zusammenpassen. Dann, so ist das Leben, so ist der Sport. Aber der Kübel, der ein bisschen ausgeschüttet wurde, das hat mich sehr enttäuscht. Aber nochmal, Enttäuschung ist alles vorbei, alles gut. Jetzt also sein neuestes Projekt, S. Oliver Würzburg. Dirk Bauermann nicht nur als Trainer, sondern auch als sportlicher Leiter in der Verantwortung. Er soll die Zukunft nicht nur des Teams, sondern des ganzen Vereins mitbestimmen. Der Reiz an Würzburg war, dass ich finde, dass es eines der Programme in Deutschland ist, das das größte Wachstumspotenzial besitzt. Dass das Team hier, also Management, die, die im Büro arbeiten, die, die hier an der Mannschaft arbeiten, das sind alles junge Leute, die viel Herzblut investieren. Und das, glaube ich, ist auch eine wichtige Voraussetzung, damit es funktioniert. Das Potenzial riesig, der Tabellenplatz mittelmäßig. Würzburg nur 14. Noch nie hat der Trainer Bauermann die Playoffs verpasst. Würzburg soll nicht seine Premiere werden. Und dafür nutzt er in den nächsten Wochen sein ganzes Know-how. Die Mannschaft gut vorbereiten, hohes Niveau erreichen übers Training und dann einfach so dieses alte Klischee, one game at a time, ein Spiel nach dem anderen, gewinnen, gewinnen, gewinnen und dann sehen, was hinten raus möglich ist. Bis 2020 hat er unterschrieben. Sein Ziel bis dahin, das Ziel des Vereins, gibt er klar vor. Ich glaube, dass wir eine sehr professionelle Organisation sein werden, die sich nicht nur strukturell, sondern auch eben sportlich in Richtung der Spitze entwickelt haben wird. Das Ziel, die Vision ist dann, da zu sein, wo beispielsweise Ulm jetzt ist. Dirk Bauermann ist zurück zu 100%.